Hallo, mein Name ist Patrick Gebhardt. Ihr seid heute dabei, wenn wir unser Lieblingsgericht, die geschmorte Ochsenbacke Bordelaise in Rotwein zubereiten. Für die Ochsenbacke brauchen wir verschiedene Zutaten. Die habe ich hier schon mal so ein bisschen aufgebaut. Wir machen heute eine größere Rutsche und ihr seid dabei. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall Zwiebeln. Wir brauchen Öl zum Anbraten oder geklärte Butter. Wir brauchen die Ochsenbacken. Um die Ochsenbacken anzusetzen, brauchen wir auf jeden Fall jetzt diese Zwiebeln. Die werden wir nur grob schneiden. Einfach nur so, weil die schmoren circa 3-4 Stunden mit. Und da werden die ganz weich und geben der Soße die Bindung. In der Zwischenzeit haben wir im Ofen schon unsere Brisere erhitzt. Eine Brisere ist ein hohes Schmorgefäß, in dem man fantastisch halt diese Backen weich bekommt in dem Rotwein. Diese Zwiebeln, die wir jetzt geschnitten haben, geben wir in den Bräter. So, hier haben wir den Bräter. Der ist schon richtig aufgeheizt. Ihr seht schon so ein bisschen, wie das dampft. Geben die geklärte Butter hinein und fügen unsere Zwiebeln hinzu. Ihr merkt, schon ein bisschen heiß, aber moderate Hitze, ca. 160, 170 Grad. Die lassen wir jetzt ca. eine Stunde zusammenfallen. Wir haben hier die Ochsenbacken. Ochsenbacken sind wieder in Mode. Also das ganze Fleisch ist durchzogen von Sehnen, aber das wird nachher so weich, dass man es mit einem Löffel oder mit einer Gabel einfach zerdrücken und essen kann. Dieses Stück Fleisch ist sehr, sehr geschmackvoll. Das heißt also, ein Muskel, der mehr beansprucht wird, wie die Backe, die Kühe essen den ganzen Tag, ist auf jeden Fall geschmacksintensiver meistens als ein Filet. Dafür braucht es auch länger eine Zubereitung. Jetzt braten wir die Ochsenbacken an. Dafür würzen wir sie mit Salz und Pfeffer. Von beiden Seiten. So, und melieren sie vor dem Braten. Ne? Geben wieder ein bisschen Öl auf die Platte. Melieren die Backen, klopfen das kurz ab und braten sie an. Wir geben die Ochsenbacken, die wir angebraten haben, jetzt auf die geschmolzenen Zwiebeln. Diese Ochsenbacken bestreuen wir noch ein bisschen mit grobem Meersalz. Das zieht die Flüssigkeit aus den Zwiebeln und aus den Ochsenbacken. Gleichzeitig geben wir noch Mehl dazu. Nur leicht bestäubt werden diese Backen, werden wieder in den Ofen geschoben und die Temperatur wird hochgedreht. Das heißt, das Mehl brennt von oben ab. Das theoretisch ist das gleiche, wie wenn man eine Mehlschwitze erzeugt. Das heißt, diese Backen brennen jetzt von oben ab, lassen die Flüssigkeit raus, plus die Flüssigkeit von den Zwiebeln. Das Ganze schwimmt so ein bisschen auf und fängt an zu köcheln. Glasiert ganz langsam und durch den Zucker von den Zwiebeln kriegen diese Ochsenbacken dann den Glanz. Das lässt man komplett wegreduzieren und wenn wir den Rotwein dann nachher drauf geben, dann seid ihr wieder mit dabei. Die Champignons befreien wir vom Fuß und von der restlichen Erde, die dran ist. Die Zuchtchampignons haben meistens nicht großartig noch Erde dran, aber wenn, dann kann man sie einfach abwaschen, aber immer nur kurz im Wasser lassen. Ein Pilz ist ein Schwamm, der saugt alles auf. Das würde nachher beim Anbraten hindern. Den Fuß schneiden wir nur ab, damit die Fläche plan ist und der Fuß ist meistens ein bisschen fester. Deshalb finde ich es ganz schön, wenn er nicht mehr dran ist. Die Champignons werden jetzt in etwas Öl oder geklärter Butter angebraten. Nicht zu kleine Hitze, nicht zu große Hitze. So ein bisschen runterdrehen, sollen ruhig ordentlich Farbe bekommen. Und damit die so ein bisschen die Flüssigkeit verlieren. Das heißt, es brät so ein bisschen raus, damit die Soße nachher nicht verwässert. Wenn die Champignons angebraten sind, nehmen wir sie aus dem Topf. So, Vorsicht, heiß. Und geben in den gleichen Topf. Wir arbeiten ja hier nach Möglichkeit ökonomisch. Ne? Die gepellten Perlzwiebeln. Diese Perlzwiebeln machen sehr viel Krach, wie man hört, sind so gepellt, dass sie oben und unten trotzdem noch geschlossen sind. Weil wenn man das nicht macht, wenn man sie nur oben und unten einfach abschneidet, dann werden sie beim Kochen, wird die Luft, die da drin ist, dehnt sich aus und die ploppen raus. Das heißt also, die separieren sich dann so. Deshalb sollen sie oben und unten zu sein. Das erreicht man am besten dadurch, indem man die Zwiebeln in heißes Wasser legt. Heißt kochendes Wasser drauf. 3 Minuten stehen lassen und dann kann man die so abziehen, die äußere Haut, ganz simpel. Wenn die Perlzwiebeln angebraten sind, würzen wir sie mit Salz, Pfeffer
und einer Prise Zucker. Das Ganze nochmal schwenken und mit Rotwein ablöschen. Einmal bedecken und ein paar Lorbeerblätter dazugeben. Das Ganze lassen wir jetzt so lange köcheln, bis der komplette Rotwein verkocht ist und die Zwiebeln weich sind. So, die Ochsenbacken müssen jetzt schon langsam so weit sein, dass wir sie ablöschen können. Man sieht es hier. Wunderbar. Das riecht fantastisch. Wir haben hier drin, hier vorne schon, sieht man den Fond, den Fleischsaft und den Zwiebelsaft. Das Mehl oben ist abgebrannt, die Zwiebeln sind weich. Fangen jetzt an, die Ochsenbacken mit den Zwiebeln zu vermischen und mit dem Rotwein einmal abzulöschen. Dafür nehmen wir natürlich hier den leckeren Rotwein. Steht ja drauf, ne? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Ochsenbacken nochmal rauszuholen, nochmal zu rühren. Man sieht, dass die Flüssigkeit ca. um die Hälfte reduziert ist, die wir vorhin einmal angekippt haben, also den Rotwein und der Fleischsaft. Jetzt füllen wir mit dem Rotwein auf. Und zwar komplett. Das Ganze wird einmal komplett mit gutem Rotwein bedeckt. So, müssen wir mal gucken, ob das reicht. Ein bisschen geht noch, ne? Ein bisschen geht immer noch. So, wird einmal komplett mit dem Rotwein bedeckt. Und wieder zurück in den Ofen geschoben. Das Ganze kocht einmal auf. Und dann drehen wir es runter auf ca. 150, 140 Grad und lassen es nur noch so leicht simmern. Ca. 2,5 Stunden. Die Zwiebeln sind jetzt soweit reduziert, das heißt, der Rotwein ist komplett weg. Wir lassen ihn noch einmal kurz aufstoßen. Das ist wunderbar glasiert. Ihr seht, fantastische rote Farbe. Zwiebeln sind weich, toll glasiert. Wir geben jetzt die angebratenen Champignons dazu. Lassen einmal alles zusammen glasieren. Ja, die Ochsenbacken sind soweit fertig. Wir haben die Soße, wir haben die Backe. Wir machen jetzt so die Zusammenführung für die Soße. Seht, die Soße hat eine fantastische Farbe. Kann hier sehen. Wunderbar dunkel, rötlich, die Champignons leicht glasiert. Genau so muss es sein. Es gibt nur noch eine Sache, die fehlt, oder zwei Sachen, die fehlen für eine Bordelaise. Das heißt viel Petersilie und geschnittenes Rindermark. Ganz klassisch für Bordelaise. Ne? Ohne Rindermark kein Bordelaise. Was einem die Werbung da auch immer weiß machen will, bei diversen Fischfilets etc. Das hier ist Bordelaise. So, das haben wir jetzt klein geschnitten. Fügen das einfach nur in dieses Glas. Jetzt brauchst du jede Menge Petersilie. Das heißt, wir choppen die Petersilie einfach nur in grobe Streifen runter. Der Vorteil bei groben Streifen ist, man hat mehr Volumen in der Soße. Topf auf den Herd, einmal kurz aufkochen. Hier drüben ist schon das Kartoffelpüree, also die Creme, schon warm. Jetzt nehmen wir das Mark, fügen es einfach in die Soße und jede Menge Petersilie. So, wunderbar. So muss das aussehen. Ja, hier ist die Ochsenbacke. Geben die Ochsenbacke noch dazu. Soße, alles was da ist, alles an Geschmack noch in den Topf. Und sind dann soweit fertig zum Anrichten. Nehmen jetzt das butterige Püree, richten das auf dem Teller an. Und jetzt die Ochsenbacke. Setzen einfach nur die Ochsenbacke oben auf das Püree und napieren. Zum Schluss pfeffern wir das Gericht und dekorieren es mit Petersilie. Das war's schon. Simpel und einfach. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de